Heute am Karfreitag, da erinnern sich die Gläubigen natürlich an den Kreuzestod von Jesu. Und Ostern, da feiern die Gläubigen in Gottesdiensten Jesu Auferstehung. Und eigentlich müsste man doch zu diesem Anlass eine richtig große Party schmeißen. Und Martin Dreyer und die Jesus-Freaks, die tun sowas auch gelegentlich. Ja, das tun wir. Was wie eine Fete von Jugendlichen aussieht, ist ein Gottesdienst. Abhängen mit Jesus nennen sie das, die selbsternannten Jesus-Freaks, eine freikirchliche Bewegung. Auch sie wollen den Herrn loben und das mit recht ungewöhnlichen Worten. So wie du Bock drauf hast, kannst du mit Gott reden. Wenn du Bock hast zu tanzen, dann kannst du tanzen. Es geht bloß um eine Person hier heute Abend und das ist Jesus und das sollte jeder wissen. Martin Dreyer gründete diese spezielle Punkbewegung und verpackte die christliche Botschaft in eine moderne Form. Sein fester Glaube konnte ihn selbst jedoch nicht vor einem Absturz bewahren. Herr Dreyer, wie lange waren Sie Jesus-Freak, ich sag das mal so salopp, bevor es zu diesem Absturz kam? Also mit Jesus gelebt habe ich so seit meinem 18. Lebensjahr, also 20 Jahre ungefähr. Und was war das dann für ein Absturz, der plötzlich alles in einem anderen Licht erschienen ließ? Naja, ich bin halt, als ich Christ geworden bin, total abgegangen auf diesen Jesus, hatte aber vorher auch schon eine Drogenvergangenheit. Und ich glaube, ich habe diese Vergangenheit nie so richtig aufgearbeitet. Ich habe mich dann in den Dienst gestürzt, in die Jesus-Freaks gestürzt, habe über viele, viele Jahre 120 Stunden die Woche Ministry gemacht, ja, und das, ich glaube, das geht, also Dienst da, mich um die Leute gekümmert, auch Verwaltungsaufgaben, ich habe irgendwie alles gemacht, Seelsorge, gepredigt, Einsätze geplant, auf Einsätze gefahren. Und irgendwann merkte ich so, ich komme nicht mehr zur Ruhe, ich bin ausgebrannt und habe dann angefangen, wieder Bier zu trinken, also ich hatte eine Suchtvergangenheit, das war schon mal ein großer Fehler. Und dann bin ich irgendwann in Urlaub gefahren nach New York und wollte da mal mich ein bisschen entspannen. Das war mein erster Urlaub nach langer Zeit. Und dann habe ich auf einer Party eine Ecstasy-Pille geschenkt bekommen. Und die habe ich dann genommen und das war im Grunde der Anfang von einem längeren Drogenrückfall, der dann ja im ziemlichen Chaos geendet ist. Sie sind ins Koma gefallen. Können Sie uns diese Situation, soweit Sie darüber Bescheid wissen? Also ich habe irgendwie, das war so eine Hardcore-Woche, wo ich auch unheimlich viel nochmal gearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwie noch nachts hinterm Tresen gearbeitet, weil ich irgendwie auch Geld verdienen musste. Wir haben also nicht von Spenden leben können. Und dann habe ich irgendwie in der Nacht sehr viel getrunken, war dann noch auf dem Kiez unterwegs und habe dann im betrunkenen Zustand mir irgendwie Heroin und Kokain in eine Spritze aufgezogen und mir das reingeknallt. Wie lange waren Sie weg? Ein, zwei Tage, weiß man nicht genau. Ich bin dann irgendwann Sonntag aufgewacht und lag in meiner Wohnung und war total verstört. Also ich konnte mich an nichts erinnern. Ich habe dann ungefähr 15 Mal bei meinen Eltern angerufen und bei meinem Freund und immer wieder vergessen, dass ich angerufen habe. Also ja, hallo, hier ist Martin, mir geht's nicht gut. Ja, du hast doch gerade angerufen. Ja, habe ich wirklich. Und dann habe ich noch mal eine Nacht geschlafen und am nächsten Tag habe ich, ich glaube, 20 Mal hintereinander bei meiner Arbeitsstelle angerufen. Und hatte immer wieder gleich vergessen, dass ich angerufen habe. Und dann hat man irgendwann gedacht, Mensch, wir müssen ihn mal hin, wir müssen ihn mal besuchen. Und dann haben die halt die Spritze vorgefunden und haben dann auch gesehen, ich hatte so große Blasen an den Füßen und habe mich dann in eine Klinik eingewiesen. Wie sind Sie aus diesem Tiefpunkt wieder rausgekommen? Wie haben Sie sich wieder nach oben geschleppt? Ja, das war ein langer, langer Prozess, der über viele Jahre ging. Ich war also wirklich erstmal im Grunde nicht lebensfähig. Ich hatte auch ein Orientierungsproblem. Ich habe rechts und links immer nicht unterscheiden können. Also ich habe mich im Krankenhaus sogar verlaufen. Und dann bin ich erstmal danach in eine Therapie gegangen, ist mir eine Übergangseinrichtung. Da hat man mir so ein kleines Büchlein gegeben, da habe ich immer alles reingeschrieben und habe dann ständig in dieses Büchlein geguckt, um mich an das zu erinnern, was ich irgendwie jetzt machen musste. Und dann bin ich nochmal in eine Klinik gekommen für 3 Monate. Da bin ich nach Hause gekommen, aber mir ging es immer noch nicht gut. Und das hat eigentlich lange gedauert, bis ich dann eine Frau gefunden habe. Also muss ich schon sagen, es hat angefangen mit meiner geliebten Rahel. Und Rahel hat dann, wir haben uns ineinander verliebt. Wir haben beschlossen, dass wir unser Leben gemeinsam leben wollen. Dann sind wir zusammen nach Köln gezogen. Und da habe ich dann im Grunde erst so wieder auch Lebensmut bekommen und habe mich dann
in so einem verzweifelten Aktion mich dann an so einen Seelsorger gewandt. Das war so ein freikirchlicher Pfarrer in Frankfurt, Rudi Pinke heißt er, und der hat dann sich mit mir getroffen. Und ich hatte, wie gesagt, vorher Psychopharmaka genommen, ich hatte ambulante Therapie gemacht, stationäre Therapie gemacht. Aber was dieser Typ in mir gemacht hat, das war anders. Ja. Der hat so eine Art geistliche Seelsorge mit mir gemacht. Mhm. Er hat meine ganzen Probleme im Gebet zu Gott gebracht. Wir haben ganz viel, ja, so das klassische katholische, ja, Sündenbeichten, Bindungen gelöst, hat über bestimmte Bereiche meines Lebens gebetet, die Beziehung zu meinem Vater zum Beispiel. Dann haben wir einmal alle meine Frauengeschichten gemeinsam im Gebet vor Gott gebracht. Einmal auch meine ganze Drogengeschichte, die ja schon mit 14 im Grunde losgegangen ist. Und jedes Mal nach diesem Treffen habe ich eine ganz krasse, spürbare Veränderung an mir erlebt. Und alle um mich herum, auch meine Frau hat das erlebt. Und von dort aus ging es dann eigentlich wieder weiter nach vorne. Und ich habe dann sogar... Ganz kurz nachfragen. Sie sagen es ja selber, Drogengeschichten, Frauengeschichten. Das klingt, selbst wenn man sich Jesus-Freak nennt, ja noch nicht einem sehr frommen Lebenswandel. Nee, habe ich auch nicht geführt. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen und habe ein sehr wildes Leben geführt bis zu meinem Christwerden, bevor ich gläubig geworden bin. Das war so mit 18. Mhm. Dann habe ich sehr radikal mit diesem Jesus gelebt und die Jesus Freaks gegründet und geleitet und darin gearbeitet. Und dann gab es diese Rückfallphase, in der ich dann nochmal, ja, richtig so durch eine Glaubenswüste, durch eine Krise gegangen bin. Und in dieser Krisenzeit habe ich auch nochmal ziemlich viel Mist gebaut. Sie haben es aber geschafft, sich aus diesem Sumpf herauszuziehen. Die Frage ist natürlich an den eigenen Haaren, oder hat Ihr Glaube Ihnen geholfen? Hat Jesus mitgezogen? Also ich glaube, das ist immer beides. Man darf sich nicht selber aufgeben. Man muss in Aktion treten, man muss richtige Entscheidungen treffen. Aber wenn man das als gläubiger Mensch macht und sich auch zu Gott hinwendet und zu ihm betet und sein Leben vor ihm wieder in Ordnung bringt, dann kommt noch so eine andere Dimension hinzu. Und ich glaube, beides hat mir dann letztendlich geholfen und mich wieder glücklich werden lassen und wieder froh werden lassen. Und ich kann eigentlich jetzt in diesem Augenblick sagen, dass so glücklich wie jetzt war ich noch nie zuvor in meinem ganzen Leben. Diese ganze Krise, ja, diese ganze, auch das Versagen und die Depression und so, sind letztendlich zu was ganz Wunderbaren in meinem Leben geworden. Die Jesus-Freaks, die sprechen ja sehr deutlich mit Jesus. Und sehr flapsig, umgangssprachlich. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Gott und Jesus das verstehen. Verstehen es denn die traditionellen Kirchen? Ja und nein. Also einige mögen uns und laden uns auch ein und haben teilweise sogar auch eine Jesus-Freaks-Gruppe innerhalb ihrer Gemeinde. Andere finden uns aber nicht so toll und kritisieren uns und haben auch Unterschriftenlisten gegen uns geführt und so. Es gibt ein weiteres Projekt, das Sie auch ins Leben gerufen haben. Das ist die sogenannte Volksbibel, mit X geschrieben. Und wir wollen einfach mal uns allen einen akustischen Eindruck davon verschaffen, wie diese Bibel im Jugendslang, in Jugendsprache, wie Sie sie verstehen, klingt. So nämlich. Die Soldaten, die Jesus an das Kreuz genagelt hatten, zockten sich die Klamotten von Jesus und teilten sich die untereinander. So wurde beschlossen, mit Würfeln darum zu spielen. Dass sowas passieren würde, wurde schon in den alten Schriften vorhergesagt. Da steht nämlich: Sie teilten meine Klamotten unter sich auf und würfelten um mein T-Shirt. Genau das passierte dort. Als Jesus seine Mutter dort sah und auch den einen Freund, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr: Er soll jetzt dein Sohn sein. Und zu seinem Freund sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter, okay? Von diesem Zeitpunkt an wohnte Maria mit in dem Haus von diesem Freund. Martin Dreyer, dieses Projekt Volksbibel ist unglaublich erfolgreich geworden. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube einfach, das war dran. Also ich erlebe auch, ich habe im Jugendzentrum in Köln lange gearbeitet, im Spätdienst, dass eigentlich ganz viele Jugendliche sich die Frage nach Gott stellen. Ja, die sind interessiert, die wollen wissen, gibt es den da oben? Ja, gibt es diesen Jesus wirklich? Gerade jetzt Ostern.
Denn wenn es den gibt, dann muss das ja irgendwie Gott sein. Und dann muss der mir ja helfen können, sich ja zu dem beten können. Dann muss der ja auch Wunder tun können. Also diese Frage nach Gott, die stellen sich, glaube ich, ganz viele junge Leute, ganz viele Menschen. Aber es gab halt keine Bibel in einer lockeren, leicht verstehbaren, unreligiösen Sprache, die man auch lesen kann, selbst wenn man nicht christlich aufgewachsen ist und noch nie in irgendeiner Kirche war. Und deswegen habe ich die Volksbibel geschrieben. Wilhelm Wieben, ich weiß nicht, wie Sie zu Kirche und Religion stehen, aber vielleicht haben Sie sich nach diesem kurzen Eindruck zur Volksbibel eine Meinung bilden können. Denn Sie sind ja jemand, der sehr genau mit Sprache umgeht. Ist das etwas, von dem Sie sagen, das hat eine Berechtigung? Oder? Das hat absolut eine Berechtigung. Für mich ist viel wichtiger aber die Frage, dass Menschen jeden Alters sich damit auseinandersetzen, dass unser All unendlich ist. Unsere Erde, kostbar, wunderbar, das Schönste, auf dem man sich befinden kann, ist ein Staubkorn im Unendlichen. Somit bin ich jeder Religion abhanden gekommen und nehme in Demut, ist jetzt pathetisch, aber mir fällt kein anderes Wort ein, zur Kenntnis, dass wir das Glück haben, geboren zu werden, zu leben und dass die Bestimmung ist, irgendwann ist Ende. Was dann kommt, weiß man nicht. Religionen sind entstanden aus der Sehnsucht nach dem, was passiert nachher. Keiner hat es gewusst. Einige haben vorgegeben zu wissen, dass, was dann passiert, haben daraus eine Religion gemacht. Ohne Religionen wäre die Welt für viele, oder mit Religion ist die Welt für viele erträglich. Ohne Religionen wäre die Welt bedeutend friedlicher. Marie-Louise, du trägst so ein schönes Kreuz am Hals. Ist das mehr als eine modische Aussage? Also ich habe immer eine kleine Kette, normalerweise ein winzig kleines Kreuz. Ja, ich bin evangelisch, also nicht katholisch. Meistens haben ja die Katholiken ein Kreuz umhängen. Es hat eine Symbolkraft. Und ich denke schon, dieses Zeichen, also die Symbolkraft, gibt Stärke. Also gibt eine gewisse, ja, ein in sich Ruhen oder eine Stärke, wovor auch immer, aber für einen selber. Und ich glaube, jeder muss sich sowas suchen, so eine Stärke zu haben. Und ich finde das zum Beispiel eigentlich ganz toll, wenn Sie, ich sage, benutze ich jetzt auch mal das Wort toll, so ein Jugendwort, dass Sie die Bibel also so übersetzen, wie die Sprache der jungen Menschen heute ist. Ich will nicht sagen, dass ich die Sprache der jungen Menschen nun ständig billige. Manchmal finde ich es auch furchtbar. Aber es ist ein Ausdruck dieser jungen Generation. Und wenn die das besser verstehen, dann ist mir das lieber, sie lesen das und verstehen es, als dass sie sich abkehren und sagen, ach, das ist mir alles zu weit weg, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist immerhin, es ist ein Umweg, um zum Ziel zu kommen. Und das, finde ich, ist ein Verdienst. Na, man muss die jungen Leute hier auch da abholen, wo sie sich gerade aufhalten. Sind, genau. Herr Dreyer, ja, war Ihnen diese... Im Nachlauf ist etwas ganz Falsches. Wenn Sie neue Wortschöpfungen und lieben, soll man sie akzeptieren. Aber man muss sie auch dazu verführen, den ganz großen, alten Wortschatz zur Kenntnis aber zu nehmen. Aber vielleicht schlägt das ja eine Brücke, um sich dann eben mit den alten Büchern und den alten Schriften näher zu befassen. Junge Leute, die unglaublich unneugierig sind. Ich schlage noch mal eine Brücke zu Martin Dreyer. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben, Ihre Autobiografie. Da kommt natürlich die Jesus-Freaks, so heißt es, da kommen die Jesus-Freaks denn vor, aber zwei ganz wichtige Frauen. Ihre Ehefrau Rahl haben Sie schon angesprochen, aber auch Ihre Tochter. Ja. Was hat die denn in Ihrem Leben noch mal anders, in einem anderen Licht erscheinen lassen? Ja, also ich glaube, jeder, der Kinder bekommen hat, weiß, was das für ein unglaubliches Erlebnis ist, bei der Geburt dabei zu sein und plötzlich dieses kleine Wesen in den Händen zu halten und zu wissen, das ist jetzt mein Kind und ich darf dieses Kind mit meiner Frau großziehen.
Und ich möchte natürlich, dass dieses Kind nie Drogen nimmt. Ich möchte, dass es glücklich ist. Ich möchte, dass es an denselben Gott glaubt wie ich, dass sie einen tollen Partner findet. Ich weiß, das sind alles Wünsche. Und ob das jetzt auch wirklich so wird, ist eine andere Frage. Eine Frage zum Schluss hätte ich dann noch. Ich habe es am Anfang gesagt, eigentlich müsste man Ostern ja eine Party schmeißen. Auferstehung von den Toten. Was gibt's Größeres? Gibt es bei Ihnen eine Party? Feiern Sie mit Tochter und Frau? Ostern ja, auf jeden Fall, klar. Das ist das tollste christliche Fest. Ganz klassisch mit Eier verstecken? Oder nö, Eier verstecken ist ja eher ein heidnisches Ritual. Also wir essen die zwar auch, aber wir gehen in einen schönen Gottesdienst und feiern, dass es diesen Jesus gibt und dass er auferstanden ist. Martin Dreyer, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.